Wie passen H5P und zeitgemäße Bildung zusammen? Das ist eine ganz, ganz, ganz große Frage und da habe ich auch keine allgemeingültige Antwort drauf. Aber in diesem Abschnitt kannst du dir angucken, was man dazu vielleicht machen kann. Ich habe vorbereitet erstmal so ein paar Beispiele, wie wird denn H5P tatsächlich in der Lehre und auch ein bisschen anderswo eingesetzt, also um überhaupt mal einen Eindruck davon zu bekommen, was kann man damit machen in der Lehre ganz konkret. Und ich habe auch einen Bereich drin, da geht es um die Frage, aber zeitgemäße Bildung ist ja doch mehr. Da geht es um das große Ganze. Da geht es eben nicht um das Pauken und Büffeln, sondern vielleicht eher um das Entdecken und Diskutieren. Und da hat H5P tatsächlich jetzt noch Schwachstellen. Und ja, da lade ich dich einfach dazu ein, dir diesen Abschnitt anzugucken und vor allen Dingen am Ende auch deine Meinung mit einzubringen.